Nach dem Abbruch am Marmolata-Gletscher am Sonntag gibt es 9 bestätigte Opfer. Der Berg hat weitere menschliche Überreste freigegeben. Bergungstrupps hätten auch Ausrüstungsteile entdeckt, so die Behörden im norditalienischen Trentino. 8 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt, darunter 2 Deutsche. 14 Rettungskräfte und 2 Hunde suchten demnach am frühen Morgen das Gebiet am Boden ab, was in den vergangenen Tagen wegen Lawinengefahr nicht möglich war. Dann wurde mit Hubschraubern und Drohnen weitergesucht. Angesagte Gewitter könnten die Oberfläche freimachen und eine bessere Sicht ermöglichen. Hätte das Unglück vermieden werden können? In der Staatsanwaltschaft Trient wurde eine Akte wegen schuldhafter Katastrophe angelegt, aber der Staatsanwalt meint, wir können zum jetzigen Zeitpunkt Vorhersehbarkeit und Fahrlässigkeit oder Unvorsichtigkeit ausschließen. Der Gletscher habe sich aber vor dem Unglück sehr wohl verändert, so Bergführer vor Ort. Er war in einem sehr schlechten Zustand. Schon im Juni lag kein Schnee mehr drauf. Letztes Jahr, als ich am 1. Juni zur Hütte kam, brauchte ich noch einen halben Tag, um reinzukommen. Alles war mit Schnee bedeckt. Dieses Jahr habe ich die Haupttür in nur 30 Minuten geöffnet. Die Marmolata ist der höchste Berg der Dolomiten und der Marmolata-Gletscher ist der größte in den Dolomiten. Experten zufolge hat er zwischen 1905 und 2010 bereits mehr als 85% seines Volumens verloren. Der Südtiroler Alpinist Reinhold Messner rät von Bergtouren auf Eis ohne Bergführer ab. Schon seit 30 Jahren sehen wir mit bloßem Auge, wie die Gletscher schmelzen. Dazu muss man kein Wissenschaftler sein. Vorfälle wie an der Marmolata werden wir häufiger sehen, warnt er.